Grenzenlos-Spezial auf Mallorca. Auf der Balearischen Insel Schönheit haben einige deutschsprachige Stars ihre zweite Heimat gefunden. So wie die Schauspielerin Sonja Kirchberger. Diese Mischung aus Stadt, Land und tobende Partyinsel, die macht es für mich sehr besonders. Die tobende Partyinsel kann man vor allem hier im legendären Bierkönig erleben. Am besten bei einer Show von Ballermann-Sternchen Mia Julia. Also ich bin nervös und ja, es kribbelt. Ja. Aber das ist auch gut so. Also das ist auch, glaube ich, das, was es dann auch so ausmacht. Mallorca steht für Immobilien der Extraklasse. Und einer weiß ganz genau, wie er die Häuser in Szene setzen muss. Hola, 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 meine lieben Instagram-Freunde. Heute zeige ich euch mal die schönsten Immobilien hier von der Meeresseite. Viel Spaß beim Video. Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen. Son Vida, das Beverly Hills Mallorcas. Die Millionärssiedlung im Westen der Insel wächst und wächst. Immer unter seinen wachsamen Augen. Mein Name ist Marcel Remus. Meine Firmenphilosophie auf Mallorca sind die 5 A's. Alles anders als alle anderen. Der Luxusimmobilienmakler hat sich in den letzten 10 Jahren einen Namen gemacht unter den reichen Mallorcas. Immer an seiner Seite Hund Buddy. Nach stinknormaler Joggingrunde sieht das aber nicht aus. Ich mache gerade mein berühmtes Business-Jogging. Das heißt, ich renne hier durch die schönsten Straßen Mallorcas und gucke mir an, wo sind die besten Häuser und verteile da meine Akquisebriefe. Und hoffe natürlich, dass ich dadurch anders als alle anderen an die schönsten Häuser komme. ¿Y tú sabes si quieren vender la casa? Sí. La quieren vender, ¿no? Sí. ¿Tú me puedes poner en contacto con ellos o me puedo grabar tu teléfono? Das Konzept scheint aufzugehen. Das erste Opfer hat bereits angebissen. Das war jetzt natürlich schon wieder mega geil, weil man kann es ja erahnen und sehen. Also solche Häuser in der Lage kosten locker 10 Millionen Euro. Und der Verwalter hat mir jetzt gerade die Nummer gegeben von der Eigentümerin. Sehr gut, weiter geht's. Nicht das einzige Anwesen hier, das 10 Millionen kostet. Die Häuser, an die der Makler rankommen will, liegen alle etwa in dem Preissegment. Und Marcel lässt keine Chance ungenutzt. Guten Tag, hallo, guten Morgen. Ich wollte Ihnen kurz mal einen Flyer mitgeben, falls Sie irgendwann Ihr schönes Haus verkaufen möchten. Dann rufen Sie mich an, weil wir sind nämlich Spezialisten jetzt schon wieder. Ja, was kostet die Häuser denn so hier? Wir haben jetzt gerade eins optioniert für 10 Millionen auf der anderen Seite vom Berg und eins für 7. Ja, dann rufen Sie mich an, wenn es soweit ist. Ne? Okay, freue mich, schönen Tag, tschüss, ciao. Oft melden sich die Besitzer tatsächlich nach Jahren bei Marcel. Das Business-Jogging scheint Eindruck zu hinterlassen. So, kann weitergehen. Nach einer Stunde ist die sportliche Kaltakquise auch schon wieder vorbei. Zeit ist schließlich Geld und der nächste Termin steht an. Ein paar Hügel weiter wartet schon seine Assistentin Susi auf ihn. Hola, hola. Hola, hola. So, good morning. Dann legen wir los, oder? Perfekt, let's go. Susi soll sich um die Feinabstimmung zur Endabnahme mit dem Kunden kümmern. Die Villa wird voll möbliert verkauft. Wohnzimmer lässt er auch vorerst erstmal so. Das Einzige, was wir uns jetzt gleich aufschreiben müssten, oder das müsstest du dir notieren, wäre, dass das Esszimmer komplett rausgeräumt werden müsste. Vielleicht kannst du noch mal organisieren, dass wir noch mal eine Grundreinigung veranlassen vor dem Notartermin, dass alles noch mal komplett gereinigt wird, dass die Fenster noch mal geputzt werden. Das alles ist natürlich im Kaufpreis von schlappen 7 Millionen Euro inbegriffen. Auch für den Luxusmakler kein alltägliches Geschäft. Also im Durchschnittspreis liegt eigentlich bei meinen Häusern, die ich verkaufe, um die 3 Millionen Euro. Das heißt, es ist natürlich schon ja, eine etwas höhere Kategorie. Sein bester Deal in diesem Jahr, eine Villa im Wert von 10 Millionen Euro. Macht bei 6% Provision schlappe 600.000 für die eigene Tasche. Alles kein Grund für Marcel, sich auszuruhen. Hier kommen dann am Tag des Notars, müssen wir aufschreiben, dass wir das alles dekorieren mit bunten Kissen. Die Kissen sind auch im Keller unten, das heißt, das können wir auch alles vorbereiten. Das ist ganz schön, dass es halt einfach dementsprechend gemütlich und vorbereitet ist. 2400 Quadratmeter Grundstück, 700 Quadratmeter Wohnfläche
6 Schlafzimmer. Ein voll durchdesigntes Gesamtkonzept. Sogar ein eigener Hausmeister gehört zur Villa. Wer leistet sich denn solchen Luxus? Also viele Sportler, muss ich sagen, viele Nationalspieler, viele und junge Unternehmer, viele Internetstars. Also auch interessant, dass dann die Generation sozusagen immer jünger wird. Eigentlich habe ich die Young Generation, die junge Generation, die jetzt kommt und kauft. Sozusagen früher waren es die 70-Jährigen und 60-Jährigen, die gekauft haben und verkauft haben. Heutzutage merkt man einfach, dass der Trend in jüngere Kunden geht und dass Mallorca nach wie vor absolut aktuell ist und ja, interessant für Käufer. Der neue Besitzer dieser Villa ist deutscher Unternehmer. Das Schmuckstück in Son Vida wird der nächste Ferienwohnsitz für seine Familie. Seit 10 Jahren verfolgt der Makler die Entwicklung der Immobilienbranche auf der Insel. Man muss schon sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren, wo es dann wirklich eher so traditionell rustikal war, wo dann die Kunden aus Düsseldorf, München, Hamburg gesagt haben, ich habe was Modernes in Deutschland, möchte jetzt aber was Rustikales auf Mallorca haben. Da geht es jetzt so ein bisschen eher Richtung, ja, auch was Modernes auf Mallorca. Also wirklich auch ganz minimalistische Bauten, schöne schmale Fensterrahmen, tolle moderne Küche. Also das ist schon ja, im Trend aktuell und Qualität natürlich auch ganz klar. Wenn das Finanzielle stimmt, dann kann man sich ja alle Wünsche erfüllen. Und den Sonderwünschen sind auf Mallorca wirklich keine Grenzen gesetzt. Spa-Landschaften, Golfanlagen, Helikopter-Landeplätze. Der Makler hat hier schon alles erlebt. Ich werte das gar nicht mehr, also ich mische mich da gar nicht mehr ein. Wir gucken oder ich gucke letztendlich, dass der Kunde das bekommt, was er möchte, dass das Gesamtpaket passt. Also wir kümmern uns ja wirklich vom ersten Termin bis hin zum Ablauf, Abwicklung, wenn er dann wirklich am Ende auch kauft. Aber dann geht es auch weiter. Das heißt, wir organisieren auch die Einweihungsparty mit, wir organisieren Security, Köche, was auch immer der Kunde möchte, Nannies beispielsweise. Also wir sind eigentlich komplett so Ansprechpartner für den Kunden, egal was er braucht auf Mallorca, wir machen es möglich. Und da bewerte ich gar nicht, ob das jetzt sein muss oder nicht. Gleich hat Marcel noch ein Fotoshooting am Yachthafen von Port Adriano. Mein Name ist Sonja Kirchberger und ich habe in Mallorca nichts gesucht. Es hat mich gefunden. Und das schon vor über 20 Jahren. So lange nennt die österreichische Schauspielerin die Insel ihr Zuhause. Für ihr Restaurant in El Molinar sucht sie immer nach den frischesten Produkten. Heute auf dem Wochenmarkt in Bini Salem, mitten im Herzen der Insel. In dem 8000 Einwohnerdorf ist jeden Freitag Markttag. Ein Pflichttermin für die 54-Jährige. Wichtig ist, dass die Produkte unbehandelt sind. Also, und da hast du auch auf Mallorca, musst du auch ein bisschen Trüffelschwein sein und suchen, bei welchem Stand du die unbehandelten Produkte findest. An einem Stand hat die Wahl-Mallorquinerin eigentlich immer Glück. Das ist echt alles regional. Das ist aus Bini Salem oder von den kleinen Dörfern rundherum. Das ist der einzige Stand hier, glaube ich, der nichts zuliefert. Also die Qualität ist fantastisch. Tres sofritos? Sí, no. Pequeños, por favor. Pequeños, sí, yeah. Vale. Es ist bueno, es ist lindo. Para mí importante es el verde. Ah, vale. Muchas gracias, muy amable. Adios. Sonja und ihre beiden Brüder sind vegan aufgewachsen. Heute gönnt sich die Österreicherin gerne auch mal einen leckeren Käse oder Jamon. Für sie steht über allem die richtige Balance. Dazu gehört auch das Eintauchen ins echte mallorquinische Dorfleben. Ich mag es so gerne, wenn auch alte Menschen im Leben existieren. Ich habe in Los Angeles studiert und es war so gruselig, weil ich mich gefragt habe, wo sind die Alten? Es gibt ja keine alten Menschen. Und das finde ich denaturalisiert, weil wir gehören alle zusammen. Und das mag ich hier besonders gerne, dass die Jungen mit den Alten und den ganz Alten, das trifft sich alles. Und wenn Feste sind hier, dann gehen die auch gemeinsam hierher, richtig hübsch gemacht, und tanzen zusammen, singen zusammen, feiern zusammen. Sehr, sehr schön. Okay, Senorita. Nada más, gracias. 17 Jahre lang hat Sonja in der Hauptstadt Palma gewohnt, mitten im Gewusel. Heute entscheidet sie sich eher für die Ruhe im Inland.
Ich liebe die Berge, wahrscheinlich, weil ich Österreicherin bin. Manche können mit den Bergen gar nichts anfangen. Und mir ist das Meer dann irgendwann mal zu stressig geworden. Das Meer zieht ja auch mehr Touristen an als die Berge. Und wenn man auf einer Insel lebt und nicht nur Gast ist, dann sucht man irgendwann mal automatisch die Ruhe. Beruflich hat sie sich trotzdem in Richtung Meer orientiert. In El Molinar hat Sonja vor 5 Jahren ihr Restaurant Petit Can Punta Port aufgemacht und hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Hola, Masi. ¿Qué tal? Did you check the menus? Yes, thank you for the service. Perfect. Ich wollte jetzt auch kein Hotspot für Insider sein. Ich möchte echte Menschen und alle, die gerne essen, sind bei uns willkommen. Dadurch, dass es so klein und kuschelig ist, kommen die Menschen ins Gespräch und das war mir ganz wichtig. Ein bisschen mexikanisch, asiatisch und natürlich mallorquin. Für jede neue Kreation steht die Österreicherin erstmal selbst mit ihrem Küchenchef am Herd. Ohne dabei ihre Wurzeln zu vergessen. Egal wo ich bin, egal welches Restaurant ich habe oder betreibe, ich möchte das Wiener Schnitzel auf meiner Karte haben. Und wir haben auch ein Original-Wiener Schnitzel, weil für mich als Österreicherin gibt es nur ein Wiener Schnitzel und kein Schnitzel-Wiener Art. Das gibt es nicht. Und das haben wir auf der Karte. Das ist auch für unsere Gäste, die hier leben, die manchmal müde sind vom mediterranen Essen. Und vor allen Dingen gerade im Winter ist das Wiener Schnitzel sehr, sehr, sehr begehrt. Gleich nimmt uns Sonja noch mit zu ihrem persönlichen Lieblingsort auf der Insel. Eine der berühmtesten Adressen auf Mallorca, die Playa de Palma. Hier haben die Deutschen einen Fleckenstrand gefunden, der sich für viele ein bisschen nach zu Hause anfühlt. Wir sind Katrin, Caro und Lisa. Die Mädels aus Hamburg kommen schon seit 4 Jahren jeden Sommer an die Playa. Wie über 4 Millionen andere deutsche Touristen pro Jahr suchen sie hier den speziellen Malle-Vibe. Wir werden hier jetzt wahrscheinlich erstmal die Sonne genießen am Strand. Und dann werden wir ordentlich bei mir Julia abfeiern, noch ein bisschen entspannen, um dann wieder in den Bierkönig zu gehen und die ganze Nacht durchzufeiern. Obwohl das Trinken am Strand seit einiger Zeit verboten ist, hält sich kaum einer daran. Feiern und das natürlich mit Alkohol steht hier nach wie vor ganz oben auf der Liste. Also ehrlich gesagt, ist Malle nicht so richtig Urlaub, sondern eher Arbeit auch schon. Also wenn man dann 3 Tage hintereinander im Bierkönig verbringt, dann braucht man danach eigentlich noch Urlaub. Nach 3 Nächten geht es wieder zurück nach Hamburg. Doch eine darf in dieser Zeit nicht fehlen. Das neue Sternchen am Himmel des Ballermanns. Nachher um 5, glaube ich, ne? Ja. Bierkönig zu Mia Julia. Und Mia Julia muss man mitnehmen, wenn man hier am Bierkönig ist. Und die spielt in der Schinkenstraße, der wohl berühmtesten Straße auf ganz Mallorca. Einst von Rockern, Drogen und Prostitution beherrscht, ist sie heute wieder sicher. Das ist das wahre Herzstück. Das ist die Postmeile hier. Also jetzt geht's ja echt noch. Abends viel, viel stärker besucht. Also jetzt gerade ist viel mehr Strand, würde ich sagen. Und dahinter ist der legendäre Bierkönig, Leute. Die Giga-Kneipe ist wohl unangefochten die Nummer 1 am Platz. Seit 1988 wird hier lautstark gefeiert und getrunken. Hallo, ich bin Christine. Und ich bin Mia Julia. Und für uns? 10 Tag Mallorca. Christine macht Marketing, Pressearbeit und das Künstlerbooking für den Bierkönig. Und für viele Deutsche das Wohnzimmer im Ausland quasi.
Auf über 3800 Quadratmetern feiern vor allem deutsche Urlauber hier Tag und Nacht. Nachdem der ehemalige Eigentümer gehen musste, ist das Lokal nun fest in spanischer Hand. Nur Christine ist hier, um den Kontakt zur deutschen Kundschaft zu pflegen und die Künstler zu betreuen. Wir haben hier am Tag Tausende von Leuten, die rein und rausgehen. Von daher haben wir hier ein super stark aufgestelltes Sicherheitsteam, mehrsprachig, damit auch die Verständigung klappt. Wir zählen hier tatsächlich am Eingang auch mit hochprofessionellen Kameras, wer rein und raus geht. Bei 4000 Leuten machen wir Stopp. Wir haben eine Genehmigung für mehr Leute, aber einfach aus Sicherheitsgründen sagen wir, da ist Schluss. Da ist es noch angenehm zu feiern. Schon am frühen Nachmittag herrscht Bierzeltstimmung. Um 17 Uhr gibt es dann den ersten Star-Act auf der Bühne. Wir gehen jetzt in den Keller, hier haben wir unsere Künstlergarderobe. Und jetzt schauen wir mal, wer schon da ist. Im Bierkönig waren sie alle. Jürgen Drews, Mickey Krause und Co. Heute tritt der neue Stern der Playa auf, Mia Julia. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Eine Gefahr, ich bin erkennt. Das macht nichts. Aber wir ziehen durch. Was ist los? Jede Menge, ja. Jede Menge, sehr schön. Euer Bereich ist voll. Ja, danke. Mia Julia hat sich mit Hits wie Oh Baby in der Szene einen Namen gemacht. Ich rauche nicht Bong, sondern das ist eine Stimmübung. Also wenn man so ein bisschen angeschlagen ist wie ich, weil ich habe die letzten zwei Monate, glaube ich, durchgesungen. Und ich bin so ein bisschen angeschlagen durch die Erkältung auch. Man blubbert und dann entspannt es die Stimmbänder und dann wird es alles geschmeidiger. Die junge Künstlerin ist gefragt. Auftritt reiht sich an Auftritt und Mia Julia liefert. Die Aufregung ist trotz Routine immer dabei. Also egal wie viele Leute da stehen, ich bin mal nervös. Aber Matthias Reim hat zu mir gesagt, als ich im ersten Jahr, hat er zu mir gesagt, wenn das irgendwann weg ist, dann solltest du alles überdenken oder aufhören. Und er hat wirklich recht, also ich bin trotzdem nervös und habe so einen Adrenalinschub und ja, es kribbelt. Ja. Aber das ist auch gut so, also das ist auch, glaube ich, das, was es dann auch so ausmacht. La 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 la. Stimme ist am Start. Wir können das sehen. Später Mias spektakulärer Auftritt. Hallo, liebe Freunde der gepflegten und guten Unterhaltung. Heute emotionale Königsdisziplin, Hochzeit. Haha, da geht's richtig los. Und Frankie Sunshine, der Menschendompteur, ist wieder am Start und macht sie alle glücklich. Ich freue mich drauf. In den Weiten Mallorcas, abseits von Stränden und Touristentrubel, gibt es auch ruhige Oasen. Kleine Paradiese, wie die Hochzeitsfinkas von Frankie Sunshine. Der Wedding Planner lebt seit 15 Jahren auf der Insel und macht Traumtage möglich und unvergesslich. Der Besitzer der Finca Alegria wartet schon. Pipi! Hola! Agua! Agua! Hola, Tony! ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Super! Ay, salud! Salud! Wir sind auf der Finca Alegria. Und es ist sommerlich heiß auf Mallorca, so gehört sich das. Wir haben schönes Wetter. Wir haben kaum Wind, der auch heute Mittag nicht auffrischen wird. Und ankommen und ein geiles Glas Wasser trinken ist einfach herrlich. I love my job. Das Brautpaar Aline und Daniel wollen sich heute das Ja-Wort geben. Hola. Hi, schön, dass du da bist. Hi, Frank. Grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Gibt's Fragen? Nö, soweit sieht's eigentlich ganz gut aus bisher. Ja. Ihr entspannt, oder? Sehr relaxed, ja. Ihr entspannt und ja. Ich mache meine Arbeit. Sehr gut. Hört sich gut an. Let's go. Auf geht's. Auf geht's. Damian! Aline, war das jetzt euer Wunsch? Den hatten wir ja noch nicht endgültig besprochen. Gerade, diagonal, lange Tafel. Ich würde gerne mal diagonal sehen, wenn es geht. Zu schräg, okay. Venga, chicos, probamos dos posiciones. Es wird gerückt, geschoben, umgestellt. Alles soll möglichst so werden, wie Aline und Daniel es wünschen. Ja, das ist mitunter der wichtigste Tag in unserem Leben. Ja. Also, da muss alles perfekt sein. Wir haben mit Frankie jetzt circa fast ein Jahr geplant. Und es gibt immer noch so ein paar Sachen, die einfach man noch besser machen kann. Und jetzt schauen wir mal, wie es heute abläuft. Ja. Wir sind gespannt. Dass alles wirklich reibungslos abläuft, ist Frankies Spezialität.
eine Tafel fällt raus. Bingo, okay. Auch die Zeremonie findet hier auf der Finca statt. So, das sieht gut aus, Damian. It looks very good now. Essen, feiern, schlafen und heiraten, alles passiert hier an einem Ort. Das ist unser Deko-Team. Die Marga hat ein ganz feines Händchen und ist sehr sensibel, feinfühlig und zurückhaltend mit ihrer Deko, aber immer schön. Schließlich ist fast alles perfekt. Nur die Farbe der Blumen gefällt Braut Aline nicht. Was ist mit der Farbe von den Blumen? Weil das jetzt so magenta ist. Das sollte eigentlich mehr so Lachs-Rosé-Farben sein. Ist jetzt schon sehr kräftig von der Farbe her. Vielleicht hat es die Blumen nicht gegeben. Okay. In der Farbe. Ja. Und das ist die Farbe, die am nächsten kommt. Dann würde ich lieber komplett weiß lassen, ehrlich gesagt. Ponemos blancos. I prepared something special for you. Okay, kein Problem. No okay. Problem. Siehst du, das ist immer gut, wenn kein Problem, oder? Kein Problem ist immer gut. Gut, das ist immer schon am besten, wenn man selbst mal drüber guckt, weil ja, man weiß es dann doch selbst am besten, wie man es gerne hätte. Alle haben immer ein bisschen mehr dabei. Ein bisschen mehr zu trinken, ein bisschen mehr Blumen, ein bisschen mehr Schnick und ein bisschen mehr Schnack, damit wir immer auf der sicheren Seite sind. Deswegen können wir so entspannt reagieren und flexibel sein. Happy Day! Um den mediterranen Hochzeitstraum perfekt zu machen, hat Frankie auch die Finca organisiert. Also hier sind 8 Schlafzimmer, 16 Personen können hier leben auf der Finca. Die haben einen riesen Pool, die haben eine riesen Area. Hier ist keiner, hier kann man nackt rumlaufen, das ist einfach super toll. Keine Hochzeit ohne das richtige Essen. Das Catering operiert im Verborgenen. Noch ist der Wedding Planner bei bester Stimmung. Wir haben ganz bunte Sachen hier heute, Blinis. Und Compare dazu kommen jetzt dann hier feine Sachen drauf. Die Küche ist fantastisch. Alle sind begeistert. Für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Warum? Weil Essen eines der Hauptbestandteile ist. Und sie kann das ziemlich gut. Die Gäste bekommen von den Arbeiten im Hintergrund nichts mit. Nach dem Poolnachmittag steht nun die Zeremonie an. Aline und Daniel geben sich gleich das Ja zum gemeinsamen Leben. Jetzt wird's heiß. Ja, alle sind soweit da. Alles ist dekoriert. Die Musik funktioniert. Jetzt sollte eigentlich alles passen. Aufregung wie immer, ein bisschen Lampenfieber gehört dazu. Ohne Lampenfieber keine gute Fiesta. Liebe Gäste, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Daniel und Aline, nein, Aline und Daniel würden sich freuen, wenn ihr eure Plätze einnimmt. Und wir freuen uns auch. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, Contenance. Contenance. Den letzten Schritt muss das Brautpaar alleine gehen. Daniel, willst du Aline zu deiner Frau nehmen? Sie lieben, achten und ehren? So sag ja, ich will. Ja, ich will. Schließlich ist der Moment für die beiden so, wie er sein soll. Perfekt. Immer mehr Deutsche kommen auf die Insel, um hier zu heiraten. Die Sterne in den Augen der Menschen sehen. Mit der Atmosphäre, bei dem Wetter, alle happy. Alles super gelaufen. Die wahre Emotion, das ist das, was es ausmacht. Und für Aline und Daniel ist es einfach nur der perfekte Tag. In dem kleinen Hafen Port Adriano südwestlich von Palma hat Luxusmakler Marcel Remus einen Shooting-Termin. So, hi. Hola, hola. Hola, hola. Können wir los, oder? Grüß dich. Hallo, hi. Hallo. So, perfekt, ist der Kevin? Ja, dann starten wir gleich. Danke, danke. So, cool. Dann Vollgas. Seit 10 Jahren ist er der Makler der Reichen auf der Insel. Und er erfindet sich immer wieder neu. Ja, jetzt sind wir auf der Yacht. Und zwar fahre ich regelmäßig raus und mache mit dem lieben Kevin, das ist mein eigener Kameramann, machen wir zum einen Fotos von den Häusern von der Meeresseite, machen Videos. Und ich positioniere mich ja auch dementsprechend auf Instagram. Das heißt, wir machen auch so ein paar Lifestyle-Bilder. Muss man ja heutzutage auch machen als Makler. Und ich muss ja sagen, Instagram, Social Media funktioniert bei mir ganz gut. Deswegen postet man natürlich auch so ein bisschen, zeigt so ein bisschen Mallorca-Lifestyle. So, eine Kamera, zweite Kamera.
dass meine Brustwarzen nicht zu sehen sind, bitte, ja? Servus. Seinen exklusiven Luxus-Lifestyle hat der 32-Jährige in den letzten Jahren perfektioniert. Die Motorjacht ist nur für das Shooting gechartert. Braucht man nicht eigentlich eine eigene, wenn man unter den Schönen und Reichen was zu sagen haben will? Aber es ist immer so ein Spielzeug, ne? Das ist natürlich schön, sowas zu haben. Ob man es wirklich braucht, ist die Frage, aber ich finde, sowas ist ja schon eine geile Sache. Das ist schon cool, ja. Dann geht's jetzt los, vamos, a la playa. Inzwischen verkauft der Makler tatsächlich Häuser über diese Videos. Gerade die jungen potenziellen Käufer wie Bundesligaspieler oder Influencer lieben seinen Style. Hola, 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 meine lieben Instagram-Freunde. Heute zeige ich euch mal die schönsten Immobilien hier von der Meeresseite. Viel Spaß beim Video. Und los. Kameramann Kevin lässt der Makler extra einmal die Woche aus der Schweiz einfliegen, um Videos und Fotos für seine Social-Media-Kanäle zu machen. Auffallen um jeden Preis. Ich bin ja selber mit dem Klaren darüber, dass das Outfit ein bisschen speziell ist und vielleicht auch ein bisschen anders als die normalen Outfits, gerade mit so einem Sakko. Aber ich glaube, das ganze Thema, alles anders als alle anderen, meine 5 A's, das zieht sich halt wie ein roter Faden durch. Also welcher Makler fährt mit der Yacht raus und macht Videos für YouTube, für Social Media, für Instagram, macht kein Mensch. Wer zeigt beispielsweise die Häuser von der Wasserseite in Videos für den Kunden, die wir wirklich dem Kunden dann auch direkt zuschicken, bevor der Kunde zur Besichtigung kommt, macht auch kein Makler. Also es ist wirklich dieses alles anders als alle anderen zieht sich durch und das funktioniert ja auch. Ich bin seit 10 Jahren erfolgreich selbstständig, also ich kann mich nicht beschweren. Deswegen, egal was die anderen Leute denken, ich mache mein Ding. Der 32-Jährige mag polarisieren. Seinen Traum vom Luxusleben auf Mallorca hat er sich aber allemal erfüllt. Und am Ende gibt er sich dann doch noch bescheiden. Das ist natürlich ein Traum. Jeder Tag ist wirklich Lebensqualität. Man ist echt dankbar, dass es so gut läuft. Weil ich muss sagen, in den 13 Jahren auf Mallorca habe ich jetzt auch viele gute Menschen kommen und gehen sehen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man dann so einen Lebensstil dort auch haben darf. Und da bin ich dankbar, dass mein Job so gut läuft und dass ich gesund bin und dass ich auf Mallorca leben darf. Das könnte nicht besser sein. Gleich bei Grenzenlos. Waghalsiger Einparkmanöver mit einer 4-Millionen-Euro-Yacht. Solange der Nachbar nicht schreit, ist alles gut. Die österreichische Schauspielerin Sonja Kirchberger lebt seit 20 Jahren auf Mallorca und fühlt sich so richtig zu Hause. Diese Mischung aus Stadt, Land, schlafende Beauty und tobende Partyinsel, die macht es für mich sehr besonders. Als Ausgleich zu ihrem oft stressigen Alltag zieht es die 54-Jährige immer wieder in die Berge. Zu einem für sie ganz besonderen Platz. Orient ist ein Kraftort. Also es gibt unter den spirituellen Menschen die große Diskussion, ob es wohl der energetischste Ort der Welt ist. Und hier ist es wirklich so, als würde eine ganz hohe Frequenz an Friedlichkeit sein. Gerade mal 30 Einwohner leben in Orent. In alten Steinhäusern aus dem 14. Jahrhundert. Die meiste Zeit des Jahres ist man hier ganz allein auf der Straße. Der absolute Geheimtipp hier soll die Silvesternacht sein. Also die Häuser stehen offen, alle tanzen, die Kirche ist offen, es gibt Musik. Alle fallen miteinander in diesen kleinen Dörfchen. Und den Sternenhimmel im Winter in der Silvesternacht reinzufeiern, auf einer Hochebene im Tramontana-Gebirge, ich glaube, das könnte spannend sein. Auch am Fuße des Tramontana-Gebirges hat sie mit ihrem Freund eine alte Finca renoviert. 2 Jahre haben die Umbauarbeiten gedauert. Endlich hat sie sich den Wohlfühlort geschaffen, den sie braucht. Als Ausgleich zu ihrer Arbeit vor der Kamera und im eigenen Restaurant. Den Olivenhain gab es zum Anwesen dazu. Er ist heute der ganze Stolz der Wahlmallorquinerin. Es gibt ja den Begriff Olivenölhersteller und den verstehe ich nicht, weil die Natur gibt mir diese Früchte. Und ich fühle mich als Assistent der Natur.
ich assistiere nur so ein wenig, so ein kleines Stützchen, damit ich bei der Qualität etwas verbessern kann. Aber alles andere macht die Natur von alleine. Ein einheimischer Gärtner unterstützt sie bei der Pflege der 300 Bäume. Am Ende werfen sie Oliven für etwa 300 Liter Öl ab. Eine Menge, die pure Handarbeit verlangt. Jedes Jahr im Herbst ist Erntezeit. Und alle packen mit an. Wir pflücken 2 Tage, Familie, Freunde helfen zusammen. Am zweiten Tag gibt es ein großes Asado, wo wir tanzen, lachen, ein Erntefest sozusagen auf mallorquinisch-südamerikanische Art. Genuss spielt eine große Rolle im Leben der Österreicherin und ihrem argentinischen Freund. Daniel ist übrigens etwas kamerascheu. Also macht Sonja alleine Mittagspause. Das Pamboli gehört ja quasi zu den Grundnahrungsmitteln hier auf Mallorca. Gibt es in verschiedensten Formen, mit Käse, mit Mahonkäse, Thunfisch und Jamon. Fantastisch. Sonja hat sich dem Landleben voll verschrieben. Fehlt da nicht manchmal die Schauspielerei? Seitdem ich hier lebe, es ist ja nicht so, dass der rote Teppich jetzt für mich wahnsinnig weit entfernt ist. Vielleicht ja. Dennoch macht er mir mehr Spaß als vielleicht eine Weile davor, weil ich so einen fantastischen Ausgleich habe. Aber der Glamour ist nicht Hauptbestandteil meines Lebens. Ganz im Gegenteil. Hauptbestandteil meines Lebens ist die Natur, ist mein Restaurant, ist meine Olivenölherstellung. Dennoch drehe ich für mein Leben gerne. Es ist ein Geschenk, wenn man in einem Jahr einfach 3 verschiedene Menschenleben leben darf. Und wenn es auch nur für eine kurze Zeit ist. Und das eine widerspricht sich mit dem anderen überhaupt nicht. Also dürfen wir Sonja wohl noch lange auf dem roten Teppich und in Gummistiefeln auf ihrer Finca erleben. An Mallorcas Küsten liegen 38 Yachthäfen. Hier geht es um Länge und starke Motoren. Schwimmende Apartments, die beherrscht werden wollen. Ich bin Tom und heute geht's um jeden Zentimeter. Tom Rempe sorgt dafür, dass die teuren Yachten nicht zu Schaden kommen. Seine Schülerin Camila hat einen Kapitän, will aber jetzt selbst das Fahren lernen. Hier auf Mallorca ist das ganze Jahr schönes Wetter. Ich bin schon im Februar rausgegangen. Wo kann man das tun? So, wenn du ein Schiff hast, musst du es benutzen. Fahren ohne Kapitän. Gut, Leinen sind los. Jawohl. Und jetzt fährst du uns mal hier raus. Ja. Ich versuche es in jedem Fall. Du achtest jetzt nur auf deine eine Seite. Ja. Und wenn wir hier gut sind, die andere Seite passt auf jeden Fall. Okay. Das heißt, wir fahren jetzt einfach Stück für Stück vorwärts raus. Beide Motoren. Gut, guck mal hier unten, ob wir nah dran sind. Sehr. So, das geht gut. Ja, solange der Nachbar nicht schreit, ist alles gut. Gut, das passt auch. Ja. Das heißt, du fährst jetzt einfach so weit vor, wie du kannst. Das jetzt, geht ja noch. Aber jetzt werde ich nervös, weil wir sind sehr eng dann. Ja, aber das passt doch. Wir haben ja noch Zeit. Und dann machst du einen Motor rückwärts, und zwar den rechten. Gut, jetzt siehst du dir, das Boot hier kommt. Ja. Gut, reicht. Reicht rückwärts und vorwärts. Linker Motor vorwärts. Eieiei. Ei, ei. Knapp 20 Tonnen schieben sich aus der Parklücke. Das haben wir schon überlebt. Das haben wir schon überlebt. Und dann kannst du auch Steuer übernehmen. Okay. Und wir wollen schön mittig hier rausfahren. Fahren wir nach Steuerbord einfach, gucken, ob andere Boote kommen. Kommt nichts? Nein. Es gibt zwar ein Lenkrad, aber keine Bremse. Das Gefühl mit einem Boot ist total anders, weil wenn du Auto fährst, wenn du stoppst, stoppst du. Ja. Ein Boot geht immer weiter. Wo der Wind oder Wasser hingeht, gehst du auch. Oder du willst oder nicht. Ja, und man sieht schon hier die Schrecken in den Augen von den anderen, wenn du da mit so einem großen Boot auf dich zukommst. Ja, fahren wir noch ein bisschen mehr nach links. Wir machen gut. Jedes Jahr gibt es mehr Boote und teure Unfälle. Wenn wir keinen Gas geben, treibt das Boot trotzdem 3-4, also so knapp 10 km/h schnell. Und wenn wir dann gegen ein anderes Boot gegenfahren, irgendwas geht da kaputt. Der Schaden ist auf jeden Fall immer vierstellig, mindestens. Was Günstigeres gibt's nicht. Draußen bei viel Platz kommen die beiden 600 PS-Motoren voll zum Einsatz. Doch das Vergnügen währt nur kurz. Camila muss auch das Ankermanöver beherrschen. Und jetzt gehen wir beide runter und machen unten den Anker fertig. Okay, perfekt. Haben wir Sand oder haben wir Seaweed? Wir haben Seaweed.
So, das heißt, du gehst noch mal hoch und muss mehr und nach da. Und da vorne hin mit der Nase. Okay. Ganz entspannt. Total. Seegras steht unter Schutz. Der Anker muss in den Sand. Und jetzt machen wir nur den linken Motor nach vorne. Links vor, genau. Es macht mir Spaß. Und ich will gerne lernen, weil sonst nützt es nichts, oder? Es ist schön, das zum Sehen im Hafen, aber es ist auch schön, wenn man es selber benutzen kann, oder? Mit ihrem Mann hat Camilla einen Bootsschein gemacht. Doch das Schulschiff ist nur 4 Meter kurz. Die haben beide bei uns zusammen den Führerschein gemacht. Und zwar nachdem sie sich das Boot gekauft hatten. Also die haben erst das Boot gekauft und haben sich dann überlegt, naja, vielleicht wollen wir auch einen Führerschein machen, um das Boot auch selber zu fahren. Der Mann fährt sehr gerne schon selber. Die haben aber immer einen Kapitän auch an Bord. Und jetzt ist aber auch ein bisschen die Idee, der Mann ist jetzt gerade geschäftlich unterwegs. Und wenn er wiederkommt, will sie sagen, so, heute fahren wir mal ohne Captain raus. Das ist so ihr Traum. Ist das Ankermanöver absolviert, geht es an die heikelste Aufgabe. Die Yacht will eingeparkt werden. Und das unter den Augen unzähliger Bootsbesitzer. Jetzt wird's sehr spannend. Also um das mal in Zahlen zu sagen, das Boot ist 23 Meter lang, ja. 5 Meter breit, ja. Und unser Parkplatz ist 5,50 Meter breit, ja. Und 24 Meter lang. Ja, exakt. Das heißt, wir haben quasi links und rechts 25 Zentimeter. Ja. Die 20-Tonnen-Yacht kann mit ihrem Gewicht erheblichen Schaden verursachen. Wie beim Autofahren will ein Parken geübt sein. Gut, kannst also jetzt schon anfangen, dass wir uns leicht rumdrehen. Nach Backbord. Den. Ja, und vorwärts. Bisschen weniger vorwärts als rückwärts. Noch? Noch mehr. Nur rückwärts, Steuerbord. Der rechte Motor. Und bisschen noch mal ein bisschen mehr. Du bist gut. Und jetzt mal vorwärts an Backbord. Sehr gut. Siehst du jetzt schon die Kante? Ja, aber noch nicht hier. Aber wir gehen super. Wir gehen super. Dann kannst du mal das Bugsteuerruder dir nehmen. Nach rechts? Nach Steuerbord, ja. Beide? Beide. Wir haben da schon wieder ein bisschen zu viel Abstand. Ja. Wir wollen noch ungefähr 2 Meter nach hinten. Mhm. Und jetzt? Und jetzt einmal ganz kurz. Hier ist da. Ganz kurz vorwärts. Reicht. Perfekt. Leine. Deswegen üben wir das. Wir machen noch mit ihr bestimmt 5-6 Mal, dass sie da die Ruhe kriegt. Ich habe jetzt hier ja noch jeden Schritt gesagt. Das heißt, ich habe jetzt noch gesagt, mach mal rechts, mach mal links, mach mal vorwärts, Steuerbord, rückwärts. Du brauchst einfach noch wirklich 5 Mal locker. Perfekt. We did Good job. It. Die 4-Millionen-Euro-Yacht ist sicher geparkt und vertaut. Gleich bei Grenzenlos. Mia Julia heizt dem Bierkönig am Ballermann ordentlich ein. Zurück im Bierkönig am Ballermann Mallorcas. Die Stimmung im Saal kocht. Alle warten auf Mia Julia. Der Auftritt von Mia Julia gleicht einer Art Aerobic-Performance. Voller Einsatz und die Fans danken es ihr. Es ist natürlich irgendwie auf eine gewisse Art schon anstrengend. Also ich habe 4 Auftritte hier auf Mallorca jede Woche. Dazu kommt dann das Wochenende, also am Freitag düse ich immer zurück nach Deutschland, Österreich, je nachdem, wo ich halt gebraucht werde. Und ja, also ich habe so im Schnitt, ich würde sagen, 8 Auftritte in der Woche. Und es ist schon ordentlich. Und also die Show an sich, ich springe sehr viel rum, ich bin sehr aktiv auf der Bühne. Ist natürlich auch irgendwo anstrengend, aber ich liebe das und die Leute geben mir die Energie, auch die ich brauche. Für mich ist es mittlerweile wirklich so, wenn ich hier lande, ist es so wie nach Hause kommen. Also ich komme jetzt seit 6 Jahren her, fast 7 Jahren, und es ist wirklich so ein Gefühl von Heimat. Doch, weil man doch schon so die ein oder anderen Tage hier verbracht hat. Man ist schon sehr häufig hier. Ne? Das verbindet einfach. Weck mich nicht auf!
Ist das normal? Eine knappe Stunde hat Mia Julia die Menge begeistert. Geil. Also es war mega. Ich gehe da hoch und es ist da. Ja. Die Leute sind einfach krass. Es macht einfach Spaß. Dass die Gäste Spaß haben und alles reibungslos funktioniert, ist der Job von Christine und ihrem Team. Hier bei uns an der Playa auf Mallorca ist eigentlich immer was los. Es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren einige Veränderungen kommen. Die Playa wird sicherer gemacht und auch etwas freundlicher auch für Familien tatsächlich und nicht mehr nur der reine Partytourismus. Alle feiern hier friedlich zusammen. Das ist jedes Mal überraschend, dass bei so einer großen Anzahl an Gästen alle friedlich bleiben und einfach zusammen ihren Urlaub genießen. Das ist es wohl, das Geheimnis der immerwährenden Party. Der Ballermann-Vibe, der irgendwie alle vereint. Und nächste Woche bei Grenzenlos Spezial, die Inselikone Jürgen Drews zeigt uns sein Mallorca. Jetzt, wo ich zum König von Mallorca avanciert bin, genieße ich es auch, weil es ist so schön besteuert. Es macht so einen Spaß und diese Insel ist herrlich. Ein Riesenareal, die ehemalige Boris Becker Finca und ihr neuer Bewohner, Bauchi. Wir machen das nicht für uns, wir machen das für das Grundstück. Und die malerische Natur Mallorcas. Unterwegs mit Inselreporterin Sophie. Oh, hier parken sogar schon die Autos. Das wird sich alles ändern, wenn hier der Naturpark ist.